Moin, liebe Freunde von Tamriel und herzlich willkommen zurück. Ich kenne Leute wie euch, die immer nur herumschleichen. Herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part von The Elder Scrolls 5 Skyrim Special Edition. Das fängt ja gleich super an hier. Jo, wir sind wieder in Falkenring. Es ist wirklich lange her, dass wir hier waren. Sehr lange. Wir haben warmes Essen, warme Getränke und warme Betten. Klingt doch schön. Bei Schorsgebeinen, ein hübsches Mannsbild in Falkenring. Oh, danke schön. Willkommen im Todmannstrunk. Mhm. Es heißt, Valion von Mortal hat Vampire, Draugre und alles, was mit Untoten zu tun hat, studiert. Ja, das ist schön, dass er sie alle studiert hat. Ich bin dem Kampf entkommen und im Himmelsrand holt er mich wieder ein. Tja, so ist ein das. Ein kräftiger Trunk wird die Kälte in der Luft vertreiben. Erzählt mir davon. Eine traurige Zeit. Wer ist gestorben? Unsere Tochter. Unser kleines Mädchen. Sie hat ihren 10. Winter nicht erlebt. Oh. Wer war das? Sinding. Er kam zum Arbeiten. Wirkte wie ein anständiger Mann. Wir halten ihn unter Verschluss, während wir uns überlegen, was wir mit ihm machen sollen. Wenn ihr euch zutraut, ihn ansehen zu können, was könnte einen Mann dazu treiben, so etwas zu tun? Begonnen. Schicksalstreffen im Mondschein. Sprich mit Sinding. Sie wurde... Er hat sie in Stücke gerissen. Wie ein Tiger ein Reh. Wir haben kaum genug gefunden, um sie zu begraben. Oh Gott. Das ist brutal. Das ist nicht nett. Das ist wirklich nicht nett. Okay, ich muss mir kurz mal was einchecken. Einschenken. Sorry. Ja, dann sollten wir mal mit ihm reden, wa? Warum man einfach ein kleines Mädchen so ohne weiteres in Stücke reißt. Oh, hallo, Herr Ziege. Oder Frau Ziege. Frau Ziege eher. Mit dem Bauch voller Met wäre mir wahrscheinlich... Ja, komm. Helgen, von einem Drachen vernichtet. Stimmt, da wollten wir auch noch hin. Zu glauben, oder? Danke, Wache, dass du mich daran erinnerst. Da wollten wir noch hin. Ihr könnt noch so geheimnisvoll tun. Wir Wachen wissen, dass ihr der Diebesgilde angehört. Ach, ich trage ja auch die Rüstung davon, du Schlauberger. Mein Gott. Intelligenzbestie. Was war das denn gerade? Ah, okay. Bürger? Hi. Da haben wir ihn ja. Ey, du. Ja? Wie extra auf uns zukommt. Monster angegriffen hier. Wie ich hörte, habt ihr ein kleines Mädchen angegriffen. Glaubt mir, ich wollte das niemals tun. Ich habe einfach die Kontrolle verloren. Ich habe versucht, es ihnen zu sagen, aber niemand glaubt mir. Daran ist allein dieser verdammte Ring schuld. Welcher Ring? Das ist der Ring von Hirsine. Man sagte mir, ich könnte mit ihm meine Verwandlungen kontrollieren. Vielleicht hat es einmal funktioniert, aber ich werde es nie erfahren. Hirsine ließ es zu, dass ich ihn nahm und belegte ihn mit einem Fluch. Ich steckte ihn an und die Verwandlungen kamen einfach. Ich wusste nie wann. Es passierte zu den unmöglichsten Zeiten. Auch bei dem kleinen Mädchen. Was für Verwandlung? Es bringt wohl nichts, das Geheimnis zu hüten, wenn ich hier sowieso sterben werde. Ihr habt bestimmt schon mal von Menschen gehört, die sich unter dem Einfluss des Mondes in Bestien verwandeln. Ich bin einer von ihnen. Ein Werwolf. Das ist mein Geheimnis. Und meine Schande. Also leidet er unter der Lykanthropie. Er sollte Menschen wie mir die Kontrolle über meine Verwandlungen geben. Nun sehe ich vielleicht aus wie ein Mann. Aber ich spüre das Tier in mir immer noch. So stark wie zuvor. Was werdet ihr jetzt machen? Ich suche nach einer Möglichkeit, Hirsine zu besänftigen. Es gibt eine Bestie in diesem Landstrich. Groß, majestätisch. Man sagt, dass Hirsine mit dem redet, der ihn tötet. Ich habe ihn bis in diesen Wald verfolgt, aber dann kam mein
Unfall mit dem Kind dazwischen. Ich will um seine Vergebung bitten, ihm den Ring zurückgeben. Doch während ich hier festsitze, zieht die Bestie frei umher. Ich bringe den Ring zur Hyssine. Oh, ihr würdet das für mich tun? Hier, nehmt ihn. Ich will mit diesem verfluchten Ding nichts mehr zu tun haben. Verständlich. Sucht die Bestie. Sie streift durch die Wälder. Tötet sie und der Fürst der Jagd wird sich gnädig zeigen. Ich wünsche euch viel Glück, aber ich sollte verschwinden, solange ich noch meine Haut habe. Sollten sich unsere Wege noch einmal kreuzen, werde ich mich an eure Güte erinnern. Lebt wohl. Verfluchter Ring von Hesine hinzugefügt und ausgerüstet. Und schon ist er ein Werwolf. Jo, Sinding leidet unter der Lykanthropie, die Werwolfskrankheit. Töte die große Bestie. Ja. Ich hoffe, dass wir uns jetzt nicht einfach so verwandeln. Das wäre ziemlich kacke, wenn ich ehrlich bin. Wo ist denn die große Bestie? Da. Ja, dann gehen wir mal dahin, wa? Geronimo! Ich weiß auch gar nicht mehr, was das für eine Höhle war. Weiß ich wirklich nicht mehr. Keine Ahnung. Wo ist die große Bestie? Da. Scheiße. Nein, nicht abhauen. Verdammt. Toll. Wo ist das Wesen jetzt hin? Da ist es. Alter, wie schnell heilt es sich bitte? Nein, also. Nein! Hier geblieben! Ich habe auch den unmöglichsten Ort dafür ausgesucht. Aua. Ist das wieder da, wo wir es vorgefunden haben, oder wie? Oh, endlich bessere Heilung. Meine Fresse. Ich bin ja fast bekloppt geworden davon. Aspekt von Hyssine. Seid gegrüßt, Jäger. Hi, wir kennen uns schon. Seid ihr Hyssine? Ich bin der Geist der Jagd. Nur ein flüchtiger Eindruck des ruhmreichen Pirschjägers, den eure Art Hyssine nennt. Mighty Guy. Was verlangt ihr von mir? Eure Treue ist mir kostbar. Ich werde sie gut zu nutzen wissen. Ihr tragt meinen Ring. Der, der ihn gestohlen hat, ist geflohen. Und hat sich, wie er glaubt, an seinen Zufluchtsort gerettet. So wie ein Bär auf einen Baum klettert, um der Jagd zu entkommen, sich damit aber nur selbst in eine Falle manövriert. Sucht den abtrünnigen schlauen Fuchs, reißt ihm die Haut vom Körper und bietet sie mir als Opfer dar. So soll es geschehen. Beeilt euch, mein Jäger. Es wetteifern auch noch andere um meine Gunst. Etwas Konkurrenz für euch. Zögert nicht, während die Beute flieht. Weiß er, dass ich ein Vampir bin? Wahrscheinlich nicht. Beginne die Jagd. Dahin müssen wir, in die Dickbauchgrotte. Klingt auch nett.
dicke Bauchgrotte. Klingt wirklich sehr nett. Ja, hier ist Sine, der Drachenfürst der Jagd. Ein alter Bekannter von uns. Der hatte nämlich seinen großen Auftritt schon bei The Elder Scrolls 3, Blood Moon. Der hat schon seinen großen Auftritt gehabt. Der Gute. Oi. Hat der Blutmond euch auch zur Jagd gerufen, Jagdgefährte? Was ist hier passiert? Die Beute ist stark. Stärker als die Jäger. Aber es werden mehr kommen. Erlegt ihn. Zum Ruhm von Fürst Hirsine. Jo. Danke, ich brauche keine Pelzrüstung, aber dann eine Waffe nehme ich gerne. Ja. Wir müssen Sending töten. Und ja, das müssen wir leider wirklich. Weil wegen Errungenschaft und so. An die Blumen komme ich nicht ran. Warum? Ich habe den Auftrag, euch zu töten. Ich kann nicht antworten. Bis dann. Ich kann nicht antworten. Warum nicht? Was? Wieso kann ich ihm nicht antworten? Ich konnte nicht reagieren. Machen wir so. Total bescheuert eigentlich, ehrlich. Ich habe den Auftrag, euch zu töten. Es funktioniert nicht. Bis zum nächsten Mal. Dann müssen wir ihn leider so töten. Und ich würde es verdienen, oder? Ich kann euch nicht davon abhalten, wenn ihr das tun wollt. Hirsine ist zu mächtig. Aber wenn ihr mich verschont, kann ich euch ein starker Verbündeter sein. Und ich würde versprechen, nie wieder in die Zivilisation zurückzukehren. Tut mir leid. Ich weiß jetzt, dass ich nicht unter Menschen leben kann. Ich kann mich nicht gegen Hirsine stellen. Ihr müsst sterben. Wie ihr wollt. Bis dann. Ja, Vampir! Rissing. Ah ja. Jo! Der war schnell weg. Kann der mal aufhören, ständig abzuhauen? Das ist ja schrecklich. Sagt er und wurde dann umgebracht. Jetzt bin ich gerade am Loot. Meine Beute sterbt. Ich liebe. Still. Ich denke gar nicht daran. Stirb. Geht doch. Danke für euer Loot.
Ja, eigentlich würde ich ihn tatsächlich verschonen. Ich mache das jetzt wirklich nur für die Errungenschaft. Auch wenn es doof ist. Bin ich ehrlich. Orkisches Schwert des Eises. Danke. Danke. Jo. Das habt ihr gut gemacht, Jäger. Ich habe getan, worum ihr mich gebeten habt. Und hab euch meine Gunst verdient. Diese Haut wird euch gute Dienste leisten, Kind. Seht genauer hin. Mein Ruhm soll euch vor allen Widrigkeiten dieser Welt schützen. Gute Jagd. Gute Jagd. Verfluchter Ring von Hesina entfernt. Zingdings Haut entfernt. Haut des Erretters hinzugefügt. Damit haben wir einen Daedra-Fürsten besänftigt in dieser Aufnahmesession. Auch wenn ich Sinding ehrlich gesagt lieber am Leben gelassen hätte, aber was soll ich machen? Die Errungenschaft sagt 15 daedrische Gegenstände. Und wir sind auf dem besten Weg dahin, die 15 voll zu kriegen. Wie passend. Hier wäre auch Ende gewesen. Okay, dann rennen wir jetzt denselben Weg auch wieder zurück. Vielleicht haben wir ja was Schönes verpasst, meine Damen und Herren. Das wissen wir nicht. Wenn ihr jetzt böse auf mich seid, weil ich Sending erledigt habe, dann kann ich es durchaus verstehen. Aber wie gesagt, normalerweise würde ich ihn nicht unbedingt töten. Aber mächtige Verbündete sind eigentlich immer gut. Aber naja, gut. Hyrcine ist zufriedengestellt. Immerhin, was wollen wir mehr? Ärgerlich halt nur, dass mir immer noch Steine vom Barrensier fehlen. Naja, gut. Wir müssen halt im Laufe der Zeit hoffen, dass wir weitere finden. Irgendwie, irgendwo. Und das heißt, wir werden viele Orte absuchen müssen, wahrscheinlich, wenn wir Pech haben. Wie gesagt, ich kenne noch ein paar Standorte, aber nicht mehr sehr viele. Und ich frage mich, was diese eine Höhle ist. Ich glaube, die werde ich gleich mal aufdecken, wenn wir wieder raus sind. Ich weiß aber nicht, ob die irgendwie wichtig war für eine Quest oder sowas. Ich hoffe ja mal nicht. Das wäre nämlich sonst ziemlich doof. Ah. 110 Gold, Rubin, Zwergenkriegsaxt, Stab des Schutzgeistes. Danke dafür. Und nochmal jede Menge Alchemiezeug. Geht's hier weiter? Nö. Ja, wie man merkt, der Himmel hat sich geändert. Statt rot ist er jetzt normal. Normal nächtlich. Weil die Blutjagd ist beendet. Sinding ist ja schließlich tot. Nicht wahr? Genauso wie er. Ja. Das hätten wir damit. Mal sehen, was brachte denn die Haut des Erretter? Steigert die Magieresistenz um 15 Punkte. Steigert die Giftresistenz um 50%. Nett. Nett. Ring des Wiedererwachens. Ja, den möchte ich gerne wieder ausstatten. Danke. Jetzt, wo der Fluch wieder von uns genommen ist. Das können wir ruhig verspeisen. Ja, ich habe immer noch Margarets Tagebuch bei mir. Ich weiß. Gehen wir mal nach Falkenring. Ja, ja. Und warten mal bis zum nächsten Tag. Beziehungsweise bis die Läden offen haben. Lasst es mich wissen, wenn euch etwas gefällt. Seid gegrüßt. Für manche ist es Ramsch. Für mich sind es Schätze. So, dann gucken wir mal. Oh ja, der hat eine Menge Baumaterial. Eisenerz, das, das. Ja, nee. Gucken wir erstmal, was wir loswerden. Oh, er hat nicht mehr so viel. Jetzt hat er sogar noch weniger. Haha.
Wenn ihr etwas... Kann ich euch... Ausgezeichnet. Diese Entscheidung werdet ihr sicher nicht bereuen. Mit Sicherheit. Bitteschön. Danke. Das kann ich sehr gut gebrauchen. Das glaube ich dir sofort. Werft einen Blick darauf. Schon hat er 502 Goldstücke. Das nehme ich dir auch noch ab. So, dann... Ne, den Stab kann ich dir immer noch nicht verkaufen. Aber dann kriegst du das noch. Das, 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 das. Das und das. Man sieht sich. Man sieht sich, genau. Hier gab es noch irgendwo, glaube ich, einen alten Mann, den man ansprechen kann, weil... Diese Valga Vinicia ist ein Klatschweib und eine Unruhestifterin. Ah ja, Bolund. Bei Schorsgebeinen. Ein hübsches Mannsbild in Falkenring. Oh, danke schön, danke schön. Indara und ich bleiben unter uns und führen den Hof. Aha. Es war schön, mit euch zu reden. Ja, das war auch ein sehr aufschlussreiches Gespräch. Danke. Ich frage mich nur gerade, wo der alte Kerl ist. Es gab hier irgendwo einen alten Typen. Irgendwo. Hier ist niemand. Ich weiß nur nicht mehr wo, aber es gab ihn hier irgendwo. Fremdlinge wie ihr bringen den Krieg. Ich habe genug vom Krieg. In diesen Gräbern ruhen die Söhne und Töchter von Falkenring. Ja, das können sie doch auch. Hat doch keiner was gegen. Es tut mir leid. Ich sollte jetzt wirklich gehen. Totenlichthof. Was haben wir hier? Dengeiers Haus. Habt ihr euch verlaufen? Nein. Ich war einmal Jarl. Aber man hat mich zum Rücktritt gedrängt, als ich Partei für die Sturmmäntel ergriffen habe. Das war eine kaiserliche Intrige, sage ich euch. Den meinte ich aber nicht. Ihr habt vielleicht das offene Grab in unserem Friedhof bemerkt. Die meisten Leute hier glauben, es handle sich um das Werk eines Leichendiebs. Aber die Wahrheit ist weniger angenehm. Es ist wahr, das Grab von Viga, meinem eigenen Vorfahren, der seit Jahrhunderten tot ist. Er ist auch ein Vampir. Meiner Familie obliegt es, dafür zu sorgen, dass er unter der Erde bleibt. Doch vor kurzem wurde der Schutzstein gestohlen und Viga entkam. Und ihr wollt, dass ich den Schutzstein finde? Nein, für den Schutzstein ist es zu spät. Viga muss vernichtet werden. Falls das herauskommt, würde meine Familie große Schmach erleiden. Verstehe. Ich werde dafür sorgen, dass Viga zerstört wird. Gut. Er wird geflohen sein, um seine Artgenossen um sich zu scharen. Passt auf, was ihr sagt. Das kann... Ja, das Kaiserreich hat überall Ohren. Beide sind überall. Mhm. Und du bist paranoid. Hat dir das mal jemand gesagt? Wo ist denn Viga? Ja, toll! Die Blutschanze. Sehr schön. Wie sieht unser Gewicht aus? 245. Die Frage ist jetzt Angis Lager. Wir gehen mal dahin. Und von dort aus kommen wir vielleicht zur Blutschanze. Das wäre sehr schön. Die Blutschanze, ja. Sehr schöner Name. Sehr gut. Ich heiße Angie. Ja. Wenn ihr irgendwelche Dummheiten macht, werde ich nicht zögern, euch einen Pfeil. Ja, es ist immer gleich sehr nett, wenn man gleich direkt zur Begrüßung eine Androhung bekommt. Da wird man immer total gefügig, wenn man das gleich direkt zur Begrüßung hört. Ehrlich. Total kooperativ dann und so weiter. Also, es passt immer wunderbar dann. Gut. Wir haben es mit einem Vampir zu tun und wir sind selber... Ich habe sogar eine Drachen-Dings vergessen. Ich glaub's nicht. Ah, die holen wir uns auch noch. Eieieiei. Mann. Sollte ich die mal als erstes erkunden? Ach komm, wir erkunden die gleich mal als erstes. Und die Höhle halt noch, genau. Hat die Höhle vielleicht was mit dem Drachen hier zu tun? Mit dem Drachenhort? Zufällig würde passen.
Da unten ist das Ding ja schon. Sehe ich das richtig? Wölfe? Aufstieg des Alten! Bisschen Zerstörungsmagie. Sowieso die Zauberschule, die bei uns am schlechtesten dasteht. 279 Goldstücke, makelloser Granatstein, Diadem der geringen Magika, beschlagene Rüstung der geringen Gesundheit. Wort der Macht, komm zu mir! Wort der Macht gelernt, Allegienz, Tierfreundschaft. Ich habe wirklich den Eindruck, dass diese Höhle dazugehört. Kann das sein? Ich glaube, die gehört wirklich dazu. Die gehört auch dazu. So wie mir scheint. Knochenfrostpassage. Wir lassen uns mal fallen, ne? Ja, aber nicht so. Das war dämlich. Das war dämlich. Einmal ein Eintrag für Lars dümmste Tode. Einmal diesen Part bitte notieren. Danke. Knochenfrostpassage, sag ich doch. Sollen wir da gleich mal reingehen? Wie sieht unsere... Ja, komm. Gehen wir einfach mal rein. Ganz unverbindlich. Wir gehen mal rein, ne? Mal sehen, was uns hier erwartet. Vielleicht hier ein Stein. Psst. Nein, ein Eiswolf. Damit bin ich auch einverstanden. Endlich können wir mal unsere Zauberschule ein bisschen verbessern. Endlich mal. Bandit. Trank der ewigen Heilung. Danke dafür. Und da unser Magiker sich so schön schnell heilt, sind wir vielleicht sogar imstande, ein bisschen mehr darauf zu setzen in Zukunft. Oh, ein Skillbuch. Eins der wenigen. Wenn ihr es euch durchlesen wollt, liebe Freunde der Sonne, einfach die Pausentaste drücken. Ich blätter währenddessen für euch durch, damit ihr euch das Buch in Ruhe durchlesen könnt. Wie gesagt, wahrscheinlich eins der letzten Skillbücher überhaupt. Weil die meisten Skillbücher dürfen wir ja wirklich mittlerweile haben. Sieht übrigens sehr interessant aus mit den Händen, als würden wir das Buch wirklich festhalten. Aber stimmt ja leider nicht. Wäre aber trotzdem cool. Oh. Hi. Na? Was geht, mein Freund? Alles klar? Zerstörung. 42. Na bitte. Langsam geht's doch mal hoch. Und tschüss, Mann. Oh. Von hinten auch noch. Drecksau. Greift er mich von hinten an. So, ein Ferkel. Ganz unverschuldet greift er mich einfach von hinten an. Und Dungeon abgeschlossen. Skelett. 8 Gold. Skelett. 2 Gold. Das war's? Das war's wohl. Oh! Hat keiner gesehen. Das, nee. Kann ich so nicht gutheißen. Das geht gar nicht. Das war alles. Das war ein kurzes Vergnügen. Kein Edelstein. Schade. Hätte ja sein können. Traglast, ja, geht eigentlich noch. Aber wir gehen trotzdem mal kurz zu unser Hause. Die Gegenstände, die wir behalten wollen, erstmal ablegen.
sagt er und wird dann zu Hause wieder angegriffen. Aber wir können endlich mal unsere Zerstörungsschule mal ein bisschen voranbringen. Herrlich. Das wird auch mal langsam Zeit. Das da rein, das rein. Die Haut des Erretters natürlich rein. Ganz klarer Fall. Die ganzen Tränke rein. Das Buch kann da rein. Ja, komm. Komm, rein damit. Ist egal. Das Baumaterial kommt natürlich mit. Allesamt. Ach, das Eisenerz habe ich doch gerade reingesteckt, ich Trottel. Ja. Glas, Stroh, die Wolfspelze, genau, das kommt alles nach Dämmerstern hier rein. Ich denke mal, in der nächsten Aufnahmesession werden wir dann tatsächlich anfangen, das Haus zu bauen in Mortal. Und ich glaube, wir werden auch tatsächlich in der nächsten Aufnahmesession uns der nächsten Fraktion anschließen. So wie es aussieht. Die wird dann aber deutlich kürzer als die Diebesgilde. Also sämtliche Fraktionen, außer die... Ich glaube, die Diebesgilde ist wirklich die längste Fraktion von allen. Deswegen, also ich glaube, wir haben wirklich die längste Fraktion schon als erstes hinter uns gebracht. Muss nicht unbedingt schlecht sein, Freunde. Das heißt dann nämlich, dass die nächsten Fraktionen kürzer werden. Und ich werde alle durchziehen, bevor wir die Main-Quest machen. Ganz klarer Fall. Aber ich werde einige Nebenquests bewusst auslassen, damit wir die... Nach der Hauptquest, beziehungsweise wenn wir was gewiss getriggert haben zur Hauptquest, dass wir das dann machen können. Wir haben noch viel, viel, viel zu tun, Freunde. Also wirklich viel. Und damit meine ich nicht nur die DLCs, sondern ich meine auch das Grundspiel. Wir haben wirklich viel zu tun. Gut, dass unser Mana sich so gut auffüllt. Echt. Ich glaube, wir hätten echt Probleme, wenn das sich nicht so gut nachfüllen würde. Wir gehen jetzt nochmal eben zur Blutschanze hoch. Dort werde ich den Part dann beenden und im nächsten Part fahren wir dort dann fort. Beziehungsweise mit der Erkundung selbiger und der Tötung von Wigner, wie auch immer. Also ja, auf jeden Fall dem ausgebrochenen Vampir. Den werden wir dann zur Strecke bringen. Wir selber sind auch Vampir übrigens, nur mal so am Rande, aber... Hey, was soll's? Haben wir sie ja, die Blutschanze. Blutschanze entdeckt. Genau. Wir finden jetzt noch Orte, Leute. Jetzt noch. Wir sind jetzt im Part, keine Ahnung, 127, 128, irgendwie so um den Dreh. Also wir sind auf jeden Fall in Richtung 130 und entdecken immer noch Orte. So kann's kommen. Liebe Freunde, ich bedanke mich ganz herzlich bei euch, dass ihr heute dabei gewesen seid. Ich hoffe, es hat euch bis hierhin gefallen. Wenn dem so ist, würde ich mich sehr freuen, wenn wir uns morgen wiedersehen, wenn wir, wie gesagt, dann die Blutschanze stürmen. Wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, was auch immer, wann ihr mir es gucken werdet. Und sage nun einfach, euer Lars sagt ciao, auf bald, bis bald und tschüss. Und vor allen Dingen, bleibt mir gewogen und bleibt gesund. Ciao, ciao.